Es gibt Dinge, die ich von dir brauche. Dinge, die du wahrscheinlich nicht verstehst und nicht durchführen willst. Aber bitte, mache nicht die gleichen Fehler wie ich. Mein Vater Howard hat mir letztes Jahr einen Brief geschickt, der mich in diese Lage gebracht hat, dass so ein kleines Ereignis ein Leben derart brutal verändern kann. Frictional Games. Paradox Interactive. Penumbra Black Plague. Und damit herzlichst willkommen zum Nachfolger vom Penumbra Overture, nämlich Black Plague. Schwarze Pest. Ja. Ich freue mich. Es ist, ja. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Hoffentlich ist der so gut wie der, Vorgänger. Aber angeblich soll es ja noch besser sein. Deswegen starte ich mal ein neues Spiel. Auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Without this knowledge, without this foundation, you could not have the will to do what I must now ask of you. I followed my father to the Greenland Wastes to uncover his secrets. You had to know how far I was willing to go. I found a disused mining shaft and took shelter from the storm. You had to know how desperate I was. I was plagued by doubts, fears, and mysteries, and aided by a madman, Red. You had to know how lonely I was. I incinerated my best friend. Red told me he wanted to die. You had to know how guilty I felt. I ventured boldly onwards and was struck down by my own heroics. You had to know how stupid I was. All of these things, so human, so perfect, and yet still I failed to do what I must now ask of you. Ja, da sind wir auch schon. Und ja, das sieht doch schon mal so ähnlich aus wie Penumbra Overture. Abgesperrt. Habe ich wieder mein Notizbuch. To-Do-Liste, ich werde in einer Zelle gefangen gehalten. Ich muss bald einen Weg hier rausfinden. Notizen haben wir noch keine. Ach krass. Da wird jemand gerade übel zugerichtet. Aber wir schauen uns hier erstmal um. Denn helfen können wir ihm nicht. Eine Münze. Was haben wir hier? Verschiedene Zeitungsausschnitte. Ein Rezept für arme Ritter. Ein Artikel über einen Karneval in Reno. Und ich glaube, ein Rückblick auf den Aktienmarkt von 1989. Furchtbar kalt und ich glaube nicht, dass es hier noch wärmer wird. Sieh mal einer an. Da haben wir einen Lüftungsschacht, okay. Die Decke sieht aus, als ob sie jeden Moment einstürzen könnte. Ich sollte zusehen, dass ich hier rauskomme. Ja, das glaube ich allerdings auch. So. Zwischen Licht und Schatten existiert eine ganze Welt. Diese Welt ist notwendigerweise unsere eigene. Fliehen Sie sofort. Oh, Punkt. Blöde Matratze. Ein Leuchtstab, der könnte hilfreich sein. Ich frage mich ja, ob es rein theoretisch möglich wäre, den Leuchtstab zu übersehen. Und den die ganze Zeit über im Spiel nicht zu haben.
Funktionsfähiger Freischub. Bereit, um alles und jeden zu zerquetschen. Okay. Gut. Ein Lüftungsschacht, Abtrieb. Verdammt. Sitzen die Schrauben fest. Dafür brauche ich wohl irgendein Werkzeug. Eventuell werde ich die Schrauben unmöglich lockern können. Ja. Aber wir haben ja hier die gelbe Münze. Ich bin so nah dran. Die Münze ist nur ein bisschen zu dick, um als Befehlsschraubenzieher zu funktionieren. Ja, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was haben wir hier noch? Anleitungen und Richtlinien für Notfälle. Jetzt nicht mehr besonders hilfreich. Ja, besonders weil die Textur zu schwammig ist. Kann man ja nicht lesen. Fast auf Gefriertemperatur. Da haben wir nichts. Ja gut, hier war nichts mehr drin, ne? Ne, da nicht, da nicht, da auch nicht. Okay. Ja, Moment mal. Eine Münze haben wir. Kann ich das hier... Moment. Moment. Eine flache Münze. So, jetzt sollte das ja eigentlich funktionieren. So, jetzt möchte ich aber gerade mal gucken, wie das funktioniert. Okay. Das funktioniert ganz normal. Okay, er ist wieder dieser Modus. Ah, und mit C, wenn ich C gedrückt halte, kann ich jetzt auch die Gegenstände mir genauer angucken. Hm. Das ist natürlich cool. Jetzt kann ich einfach hier, ja. Das ging bei Penumbra Black Overture noch nicht. Aber haben wir hier noch irgendwas? Ich muss mal hier gerade gucken, dass wir hier irgendwas übersehen. Und dann würde ich sagen... Gehen wir mal durch den Lüftungsschacht. Mai 2001. Ich wusste nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen war, aber mein Kopf schmerzte noch immer. Entweder war ich nur kurz ohnmächtig oder sie hatten mich sehr kräftig geschlagen. Ich wusste nicht, was vor sich ging und urplötzlich war es mir auch egal. Ich war bald draußen. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja, okay. Wir müssen in diese Richtung weiter. So. Pfeile. Okay. Hä? Was ist das? Das sieht aus wie ein Alien. Das kann ich ganz leicht sehen. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Komische Dinge kommen mir vor. Sehr komische Dinge. Salvation. Erlösung. Meine oder die jemand anderem. Anscheinend hat jemand diesen Weg absichtlich blockiert. Und zwar ziemlich gut. Könnt ihr mal eine Kiste dagegen werfen, oder? Anscheinend nicht. Hm. Gut. Ach, guck mal hier, eine Leuchtfackel. Und Batterien. Kann ich noch nicht benutzen. Okay. Heute keine Freigetränke. Ein funktionierender Getränkeautomat. Wenn ich das mir recht überlege, wäre etwas Trinkbares jetzt gar nicht so schlecht. Aber sind ja leider keine Freigetränke. Okay, hat auch wieder jemand den Weg blockiert, absichtlich. Naja, die einzige Möglichkeit ist ja jetzt gerade im Moment der Geldautomat. Wir haben doch hier noch eine Münze, oder? Limo-Dose. Was haben wir hier noch? Nun ja, vermutlich haben Sie meine letzte Notiz schon gelesen. Wir haben das Schlimmste überstanden.
wenn sie wie ich gerade in den Lüftungsschacht entkommen sind, sollten wir nicht weit von der Verteidigungsstellung in der Kantine entfernt sein. Ich habe meinen Weg markiert. Wenn sie ihm folgen sollten, sollten sie es schaffen. Wir sind schon fast zu Hause und im Trockenen. Ich habe gehört, dass Howard an einem Heilmittel arbeitet. Vielleicht können wir dieses Ding letztendlich doch besiegen. Vielleicht können wir das alles nach meiner Rückkehr in Ordnung bringen. Und wenn sie es erst geschafft haben, winken ihnen Tee und Medaillen. Vielleicht sogar heiße Schokolade. Das wäre doch was. Ich kann es kaum erwarten. Ich liebe heiße Schokolade. Neil Oswald, Chefchemiker. PS. Passen Sie vor dem Sicherheitssystem der Kantine auf. Ich habe es selbst entworfen. Es reagiert auf organisches Material. Okay. Ah, wir haben eine Limo-Dose. Von da kommen wir gerade. 11 Minuten. Wie ihr seht, ich habe schon, falls ihr das Overlay angezeigt bekommt, Moment. Müsstet ihr aber eigentlich. Watch your steps. Ja, Moment, das stürzt ein. Collapsed, eingestürzt. Nicht besonders präzise. Kann ich das irgendwie da draufhauen und dann stürzt es ein? Nee. Okay. Nochmal Batterien. Blockiert. Aber hier sind Bretter. So, und mit diesen Brettern könnten wir ganz bestimmt da drüber gehen. Moment, das mache ich mal gerade wieder hier weg. Das kann mal schön da drin bleiben. Brauche ja hier kein Mensch. Komm, jetzt, Moment. So. Geht das bis da hinten hin? Geh nochmal auf einmal sicher. Was habe ich denn jetzt gemacht? Scheiße. Ist irgendwie da festgebackt. Fuck. Geh da raus. Boah, was ist denn das jetzt hier für ein Mist? Oh Mann. Da habe ich mich festgebackt. So. Die Limo-Dose haben wir. Okay. Das kennen wir schon. So, watch your steps, bla bla bla. Hier hinten nochmal schnell die Batteries mitnehmen. Hier flüstert mir wieder etwas Schönes ins Öhrchen. So. Gut, dann hätten wir das auch. Ich glaube, das Zeug ist kalt genug, um mich zu töten. Ich habe es für alle Fälle notiert. Der Lüftungsschacht wird von einem extrem kalten Luftstrom blockiert. Okay, da sterbe wahrscheinlich, wenn ich da nicht. Die Tür kann ruhig verschlossen bleiben. Boah, das denke ich mir auch. So,
Abgeschlossen, zum Glück. Oh, Frischfleisch natürlich. Qualität hier. Moment. Ja, Moment mal. Mr. Yorts, Ketchup. Nicht von Heinz, nee. Ist der Mustard, der den Fluss von Kühlflüssigkeit durch diese Rohre regelt. Ja, mit dem muss ich irgendwas machen. Warte mal, du störst mich. Hm, was haben wir denn noch im Inventar? Das klappt bestimmt nicht. Oder vielleicht doch. Okay. Oh. Wenn ich nicht bald hier rauskomme, kann ich mich gleich daneben legen. Auf seinem Namensschild steht Neil Oswald, Chefchemiker. Insert today specials here. A happy worker is an efficient worker, and only efficient workers will be fed. Ja, das war doch der von dem die Notiz, die wir Trigger Interface. Moment. Ah, verdammt, Moment. Okay, irgendwie muss ich da vorbeikommen. Wir lesen gerade erstmal die Notiz. Patientennotiz Darren Gray. Geschlecht männlich. Alter 32. Nationalität aus. Einsatzbereich Ausgrabungsteam. Symptome. Patient klagt über leichte Orientierungslosigkeit und wurde gebeten, sich hinzulegen. Verabreichung leichte Beruhigungsmittel. Nach 3 Stunden Patient bekommt im Nacken einen Ausschlag. Möglicher Eintrittspunkt der Infektion. Nach 4 Stunden 2 von 3... Kardinalsymptomen sind offenkundig. Déjà-vu, Patient behauptet, dass er bereits Standardtests durchlaufen hätte, obwohl ich der Einzige bin, der sie durchführen hätte können. Paranoia, besagt, Tests sind dem Patienten zuwider. Ich habe keinen Zweifel, dass sich das 3. Symptom, Gehörverformung, innerhalb der nächsten 30 Minuten zeigen wird. Von anderen infizierten Mitarbeitern werden regelmäßig abnormale Geräusche und selbst körperlose Stimmen und Persönlichkeitsänderungen berichtet. Nach 6 Stunden. Der Patient wurde gemäß der Archaikum-Standardprozedur festgesetzt. Ich habe den Bastard eigenhändig fixiert. Wir können uns nicht vor der Infektion schützen, aber wir können Vorsichtsmaßnahmen gegen die Infizierten ergreifen. Nach 7 Stunden. Patient wurde von allen Anwesenden einstimmig für tot erklärt. Der Tod wurde durch eine Überdosis Insulin verursacht. Ich habe die Überdosis selbst um 6.12 Uhr verabreicht. Der Tod trat erst nach weiteren 13 Minuten ein. 3-mal so lange wie normal. Ich frage mich, inwiefern Gray noch als männlich bezeichnet werden kann. Egal welche Funktion dieses Ding hat, wenn ich da rein, ja, werde ich so selbst ausfliegen. Hat er gerade mit mir geredet? Wenn ja, dann wäre das nicht so toll. Ja. Das ist ja schön so.
Irgendwie muss ich das jetzt machen. So, wie knacke ich den jetzt? Vielleicht dadurch? Nee. Irgendwie muss ich das doch ausschalten können. Kann ich aber nicht. Obwohl, ich könnte doch einfach mir hier was drüber bauen. Kann mich mal am Arsch lecken. Eine Mitteilungstafel voller Kratzspuren. Scheiße, ey. Was war das? Scheiße. Geh mal weg hier. Sie geht nicht auf. Anscheinend ist dieses Gerät eine Art von Schloss. Nichts passiert. Okay. Ein Kantinentablett wird nicht mehr für das Essen benutzt. Today's. Gut. Alles klar. Gehen wir mal rein. Okay. Ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge, Penumbra Black Plague. Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis die erste Folge on kam, nach Penumbra Overture. Aber irgendwie, ja, hat es sich nicht ergeben. So, aber jetzt zocken wir das erstmal und erstmal für euch, jetzt mal eine kleine Zwischenfolge, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon direkt regelmäßig kommen wird nach dieser Folge. Könnte sein, dass es dann nochmal eine Woche dauert, bis es wirklich dann fast täglich kommt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, mir gefällt es bis jetzt schon echt gut. Und ja, wir gucken einfach mal nächste Aufnahme, was wir da machen können. Da müssen wir nämlich dann irgendwie durch diese fette Tür da hinten durch. Und ich weiß noch nicht genau wie. Das sehen wir dann. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst doch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.